Oh, kann man da hoch? Das wusste ich ja gar nicht. Moment, das will ich mal kurz ausprobieren. Aber das sieht so aus, ne? Das könnte man hier so drauf gehen. Da ist aber nichts, oder? Ich drück mal auf F, damit wir nicht aus Versehen runterfallen. Aber hier gibt es auch nichts zu looten und keine Kräuter. Ich glaube nicht, dass das ein Ort ist, wo man hin soll. Nö. Wahrscheinlich nicht. Wollen wir mal probieren, noch weiter zu schwimmen? Ja, oder? Würde ich sagen. Hui! Plutsch. So. Ja, dann gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwo hinkommen, oder? Hö? Da liegt es der Waran oben drauf. Keine Ahnung, was da los ist. Ich meine aber, es gab nur diese drei Einbuchtungen. Aber wer weiß. Ich fühle mir einfach mal weiter. Und hoffe, dass wir da noch mehr finden. Ich glaube aber nicht dran. Und wenn wir hier nichts finden, dann teleportieren wir uns halt zurück. Aha. Er meinte, es ist irgendwo zwischen den Felsen. Es kann natürlich auch da draußen irgendwo sein. Ich glaube ja nicht, dass es hier ist. Oh, hier ist noch ein Stück Strand. Tatsächlich. Ach so. Aber hier ist nichts. Das ist einfach nur... Nö. Hier ist ja nicht mal eine Muschel. Okay. Ich glaube, wir sind zu weit, ne? Ich glaube, hier soll man eigentlich gar nicht hin. Wo sind wir überhaupt? Ach, im Wasser kann ich die Karte natürlich nicht lesen. Kann ich gleich mal machen. Aber wir müssten jetzt ungefähr, ne, bei dem Wald sein. Bei Akils Hof. War das Akil? Da, wo auch der Sonnenkreis ist, ne? Ich glaube, ungefähr dort müssten wir sein. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja. Wenn wir noch geradeaus weiter da hinschwimmen. Da sieht man, wenn wir jetzt gerade, ne, wenn wir jetzt geradeaus weiter schwimmen würden, sieht man, dass da rechts so eine kleine Einbuchtung ist. Wollen wir da mal hin oder vertrödel ich hier gerade Zeit? Ich würde sagen, wir machen das mal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Und ich sehe es auch schon kommen, dann nachher drehen wir dann um. Oder denken uns, nee, hier geht's nicht weiter. Und wenn wir dann ein Stück weiter geschwommen, dann wären wir da gewesen und müssen den ganzen Weg nochmal schwimmen. Ich sehe es schon kommen. Da hinten sehe ich Pflanzen oder sowas. Ganz weit da hinten, ne? Seht ihr das am Horizont? Da ist irgendwas. Huch. Achso. Hä? Das Schwimmen ist echt ein bisschen buggy. So geht's. Da, ne? Diese kleinen schwarzen Pünktchen. Kann aber auch sein, dass das einfach nur ein Grafikfehler ist. Wir werden sehen. Auch hier diese Felsen. Wunderschön. Mit dieser immer gleichen Textur. So, das hier ist die Stelle, die ich meine. Hier hat man so eine kleine Einbuchtung. Kann ich leider nicht hochgucken. Aber was ist da hinten? Oh. Ah, hier ist eine Alpha-Wand. Hier kommt man nicht durch. Gut. Dann hat sich das erledigt. Kann ich mich hier zufällig draufstellen? Nee, ne? Ja, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zurück. Und dann gehen wir zu Dexter, oder? Und bringen den mal um. Und ich glaube, es gab da... Ich glaube, es gab sogar doch noch irgendwen, der gefangen genommen wurde. Beim Plateau. Beim Dingens-Plateau. Weiden-Plateau. Ne? Moment. Ich guck mal kurz auf die Karte. Und... Ja, das ist natürlich wunderschön. Genau, beim Übergang zwischen Weidenplateau. Moment. Ich teleportiere mich mal. Oh, nee, das nicht. Zum Pass. Aber in Corinis. Zum Pass in Corinis im Miental. Nee, in Corinis. Zack. So. Hier aufpassen. Hier könnten wieder überall
hässliche Viecher sein. Oh, da sind Drachensnapper. Ich glaube, den schaffen wir nicht, ne? Haben wir schon mal probiert. Wollen wir es nochmal riskieren, weil wir sind ja jetzt ein bisschen stärker geworden. Ich glaube aber nicht. Ist, glaube ich, gar nicht allzu lange her, dass wir es probiert haben. Und der hat uns irgendwie mit 3 Hubs, hat er uns, glaube ich, platt gemacht. Da, und wir machen gar keinen Schaden. Nee. Brauche ich gar nicht probieren. Das wird nix. Gut. Dann, ich halte meinen Bogen lieber gezückt. Da, meine ich. Da ist schon wieder ein Suchender. Dreist. Dann gehe ich mal hier genau zwischendurch. So. Oh, oh. Ah, hab mich gesehen. Lauf. Ich laufe einfach mal, wenn er einen Feuerball wirft, zickzack. Sehr gut. Er hat von uns abgelassen. Hier ist Benga. Bengas Hof. Der Bengerhof. So. Und hier meine ich, da ist doch dieser, hier ist doch der Übergang zwischen Onas Hof und dem Weidenplateau. Und da waren noch Banditen, die wir immer außen vor gelassen haben. Oh, shit. Da ist genau ein Suchender. Nein, geh nicht die Treppe runter, bitte. Oh, der steht da jetzt. Das ist natürlich gemein. Ja, wollen wir einfach an dem vorbeirennen? Ich speichere mal und probiere es einfach. Ich schieße einfach mit einem, damit er uns nicht anspricht, ne, schieße ich ihn einfach mit einem Pfeil ab. So. Pack meinen Bogen weg. Laufe im Kreis. Aber er kann uns trotzdem erwischen. Sehr gut. So. Und hier meine ich, hier rechts. Da waren noch Banditen, oder? Los Banditos. Und die haben doch irgendjemanden gefangen gehalten. Einen von dem Hof, von Benga, glaube ich. Und die Banditen sollen wir doch jetzt kleppen können, oder? Ich laufe einfach mal rein und probiere es auf die grobe Art. Sehr gut, wir haben alle sich ein Schwert gezückt. Das heißt, keiner kämpft mit Pfeil und Bogen. Ja, das geht doch. Die machen kaum Schaden und wir hauen die mit 2 Schlägen down. Jetzt stirb. Hey, wie stark sind wir denn? Sehr gut. So. Und noch ein Level up. Nice. Perfekt. Gib mir mal dein Ding. Und dein auch. Und den Stuff ebenfalls. So. Ding. Und das hier. Oh, 2 silberne Ringe. Der eine war aber nicht zufällig magisch, ne? Ich glaube aber nicht. Der Übersee-Händler-Gilde Araxos? Hätten wir mit... Warte mal, da hätten wir doch jetzt mit dem, diesen komischen Piraten reden sollen, oder? Mit ziemlicher Sicherheit. Und dann wissen wir nämlich, dass das die Gilde ist. Und dann denkt er, ah, du bist einer von uns. Oder so, ne? 100 pro. Aber ich nehme hier erstmal alles mit. So. Und hier ist noch Blauflieder. Und dann hier ins Zelt hinein. Aha, wen haben wir denn hier? Den einen Festgenommenen. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Ja. Wer bist du? Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Dreist. In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Mhm. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Oh. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden. Weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Jein. Also ich habe sie nicht gesehen, aber
Ich habe auf jeden Fall ihren Brief gefunden an dich. Ich frage aber, ich sage aber mal von oben nach unten alles, ne? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Mhm. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Oh. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Verstehe. Aha, aha. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Ja, da waren wir doch schon. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Da waren wir doch eben gerade. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Mhm. Oh. Ich frage erstmal das. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Ja, die haben wir schon ausgeräuchert und da haben wir auch diesen Brief gefunden, den wir ihnen jetzt scheinbar geben können. Solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Aber erstmal das hier. Ich habe einen Brief von deiner Lucia gefunden. Was? Gib ihn her! Oh nein! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt. Oh Mann. Nimm den Brief wieder mit. Ich will ihn nicht. Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Das solltest du nicht tun, weil scheinbar hat sie ja andere Pläne und ewig auf sie zu warten, wird dich nur unglücklich machen. Aber gut. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Okay. Willst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bin ich ja sehr gespannt, ob wir diese Lucia noch zu Gesicht bekommen oder nicht. Diese ganzen Leute, die verschollen sind, müssten wir ja irgendwie alle auch wiederfinden, oder? Sie sind alle namentlich erwähnt. Wir müssten die ja irgendwie alle befreien, glaube ich. Moment. Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie habe ich einen sehr kratzigen Hals. Moment. So, ich speichere mal. Wir müssen wieder Schloss knacken. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts, rechts. Links, links, rechts, 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 links. Gut. Links, links, rechts, 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 links. Und der hier. Links, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oh Mann, das kann ich mir doch niemals merken. Aber ich glaube, weil es ist jetzt ungefähr. Ich glaube, ich sollte das echt nacheinander machen. Weil beide Kombinationen zu merken, ist doch ein bisschen friemeliger. Links, rechts. Ups, links, rechts, links. Bin ich bescheuert? Links, rechts, links. Rechts, rechts, links. So. Zwei verkackt, passt schon. Wie viele Dietrich haben wir eigentlich noch? Davon sollte ich das, glaube ich, abhängig machen. 37, ey, komm. Links. Ah, ne, links, links, rechts, 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 links. So, das ist okay, passt schon.
Ich glaube, ich sollte jetzt dieses Speichern und so, da sollte ich mal nicht so übertreiben, ne? Wir haben 37 Dietriche, wir können uns neue kaufen, wenn uns welche fehlen. Ich glaube, ich gehe mal pennen, damit wir unsere Werte wieder auf Max haben. Zack! So, und dann würde ich sagen, gehen wir zu Dexter, oder? Es wird allmählich Zeit und wie wir gesehen haben, Banditen kriegen wir mittlerweile hin. Ich würde sagen, das machen wir mal. Ich zück mal meinen Bogen, damit wir nicht aus Versehen auf Suchende treffen. Sieht aber gut aus. Aha, da haben wir doch schon einen. Dreist. An strategisch wichtigen Orten, nicht immer hier so lang. Er hat mich gesehen. Ah! Hör auf mit deinen Feuerbällen. Sehr gut. Und hier sind ansonsten keine Viechers mehr. Ist natürlich schade, aber etwas, wo ich schon sehr, sehr viele Hinweise gegeben habe. Da oben sieht man es, da ist ein Turm. Und da sind wir auch schon unten lang gegangen, vor Ewigkeiten, als wir die Trolle dort getötet haben, die zwei. Und da oben müssen wir jetzt hin. Huch! Da ist der. Okay. So. Ah! So, sehr gut. Ja, ja. Ihr seid ja so gefährlich. Okay, tatsächlich sind die halt ziemlich gefährlich, ne? So, hier sind wir bei Onas Hof. Da hätte ich mich eigentlich auch hin teleportieren können, aber ich dachte mir, wir gehen jetzt einfach mal zu Fuß. Und hier geht's, glaube ich. Wo ging's denn nochmal hoch? Oh! Da sind Drachensnapper. Und da ist dieser Typi. Und da müssen wir lang. Da geht's nach oben. Finde ich übrigens richtig, richtig Hammer. Diese, also landschaftlich und dieser Turm da oben. Also das fand ich schon früher richtig geil und ich finde es immer noch richtig nice, muss ich wirklich sagen. Es ist so ein Ort da, wenn ich hier irgendwo leben würde, könnte, wäre das da oben, glaube ich, auch mein Place to be. Voll Hammer. Ich schieß mal auf ihn, damit er nicht mit uns redet. So. Habe ich gespeichert? Ich speichere nochmal. Jetzt komm. So. Hui. So. Oh oh. Ja, das war klar, dass er uns trifft. Ja, ja. Wie auch immer. So. Und das meine ich. Voll schick hier, finde ich. Mit diesem gewundenen Weg durch diesen Felsen. Und dann gehst du hier so rum. Und dann hast du da diese Brücke und hier diesen Turm, den einen Turm und da hinten den anderen. Und da sieht man schon einen Haufen Besäuer. Oh, da ist sogar ein Suchender. Oh, oh. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Ich gehe mal hier so rein. Hier war so ein Dämonengeräusch. Was ist das hier? Zum Wasser ablaufen lassen oder? Oh. Da ist eine Wache. Ich speichere mal und red mal mit dem. Alle sind gerannt wie die Hasen. Es gibt nur einen Weg für dich, lebendig in unser Lager zu kommen. Und der führt über die Brücke. Okay. Du brauchst wohl Schläge. Mach noch einen Schritt weiter und ich werf dich die Klippe. Okay, okay, ich habe verstanden. Ah, eine alte Steintafel, danke. Gut, dann gehen wir mal den konventionellen Weg über die Brücke. Hui. So. Sehr interessant, dass da so ein eigener abgeschlossener Bereich ist. Ne, voll Hammer, oder nicht? Hier. Ich finde es richtig Hammer. Ich speichere mal. Alter, diese Krähen tun im Ohr weh. So. Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also? Wir wissen, wie er heißt. Lee ist der Anführer der Söldner. Diego ist unser bester Freund. Dexter heißt er natürlich. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Ja, ja. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Okay. Dann dürfen wir jetzt
Mit der anderen Wache, die dürfte jetzt nicht mehr sauer auf uns sein, wenn wir hier lang wollen, ne? Alter, diese Krähen. Kannst auch übertreiben. Weil, dann kann ich nämlich mal gucken, was es hier so zu looten gibt. Sehr gut. Ah, hier geht's lang. Das ist ja cool gemacht. So. Und hier liegt doch bestimmt Stuff rum. Kann ich das einfach nehmen? Oh. Kann ich wahrscheinlich nicht nehmen. Du dreckiger Dieb. Okay, gut. Nee, dann lasse ich das. Dann rede ich jetzt nochmal mit ihm. Blablabla. Kennst du seinen Namen? Ja, er heißt Dexter. Alles klar, dann leg dich hier mit jemandem an.